Hallo, Tim hier aus der Empower Station in Zürich. Total cool hier zu sein. Die beiden sind im Hintergrund. Danke euch. Und zwar bin ich hier, weil ich zum Thema Hormonmanagement ein Seminar gebe. Was ist das denn? Also, vielleicht kennst du solche Aussagen. Abnehmen ist schwer. Kohlenhydrate machen dick. Genau, es gibt den Apfeltyp, es gibt den Birnentyp. Also, es gibt zum Thema Ernährung unheimlich viele Theorien. Ich beschäftige mich jetzt seit 16 Jahren mit Gesundheits- und Fitnessthemen, habe eine Fitnessstudio-Kette als sportlicher Leiter geleitet, habe sehr viel, über 10.000 Stunden im 1:1-Training mit Kunden verbracht und ich bin wirklich auf der Suche nach Wahrheit. Was ist wahr, was ist nicht wahr? Und das war, danach kriegst du eine Ernährungsphilosophie, zum Beispiel vegan oder Paleo, oder es ist doch echt schwierig, oder? Da blickt doch keiner mehr durch. Und genau deswegen habe ich mich, und da bin ich so dankbar darüber, dass wir es runterbrechen können auf die Zusammenhänge im Körper. Und das sind die Hormone. Und die Hormone bestimmen, ob ich gut mit Kohlenhydraten klarkomme. Die Hormone bestimmen, ob ich gerade Muskelaufbau forciere. Die Hormone bestimmen so ziemlich alles. Unser Wohlfühlen, unsere Figur maßgeblich, unsere Stimmung. Ja? Ich weiß ja, kennst du vielleicht von Frauen, wenn sie nicht gut drauf sind, dann sind immer die Hormone. Also Hormone sind wichtig. Und wir sind keine Ärzte, sondern wir sind Personal Trainer, Coaches, die gelernt haben, anhand von verschiedenen Merkmalen herauszufinden, welches Hormon ist im Ungleichgewicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt also die Love Handles, also eher so in der Hüfte. Das ist ein Thema, wenn Insulin lange Zeit zu hoch ist. Also dein Kohlenhydratkonsum ist zu hoch. Oder du hast eher so ein Bauch, das wäre eher mein Thema. Das ist Stress. Ja, also es ist einfach Thema Stress. So, und wenn ich jetzt verstehe, welches Hormon ist im Ungleichgewicht, dann kann ich durch verschiedene Faktoren diese Hormone beeinflussen. Und da ist Ernährung ein ganz wichtiger Faktor, aber eben nicht der alleinige. Sondern, und das ist jetzt der Hammer, wenn ich Ernährung kombiniere mit Lebensgewohnheiten, mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Training, dann habe ich den bestmöglichen gesundheitsfördernden Effekt für Kunden, der nicht nur zeitlich sehr reduziert, sondern eben auch nachhaltig funktioniert. Und genau das machen wir hier.